Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Hecke richtig in Form schneidet. Wenn die zum Beispiel so aussieht wie diese hier jetzt. Ich werde jetzt mal langsam ein bisschen lang gehen und das Ganze auch noch mal von weiterem, dass ihr das besser sehen könnt. Dann seht ihr schon, die ist so ein bisschen aus der Form. Hier unten wird es Licht. Das ist natürlich nicht gut, da füllt sich die Hecke nicht und oben ist sie dicht. Das heißt, sie braucht einen Formschnitt und zwar trapezförmig. Und das geht folgendermaßen. Also ihr fangt damit an, dass ihr da ab Mitte, wo die Hecke am meisten in der oberen Mitte gewachsen ist, da fangt ihr an zu schneiden und geht dann so schräg nach oben. Ich hoffe, das kann man jetzt hier gut sehen. So, und den von der Höhe was wegnehmen, das machen wir zum Schluss. Oder macht ihr dann zum Schluss oder du. Und so fangt ihr halt an, damit das eine Trapezform bekommt. Das ist wichtig, damit hier der untere Bereich sich besser füllen kann, also auch Licht genug bekommt. Und den hat die Hecke jetzt nicht bekommen, weil das oben zu viel gewachsen ist und unten halt dann halt zu wenig Licht hingekommen ist. Oder ist dann halt zu wenig Licht hingekommen, sorry. Also so kann man das machen, wenn da jetzt so ganz lange Dinger sind, so wie dies hier. Das kann man immer noch versuchen, da rein zu stopfen. Hier oben kommt es schon wieder raus, wie ihr seht. Muss nicht unbedingt weg, aber so geht's. Also, und ja genau, und hier unten, da nehmt ihr nur diese ganz langen Sachen weg, die jetzt wirklich so sehr lang hier wie dies hier raushängen und den Rest lasst ihr stehen, damit das auch gut nachwachsen kann. Und hier oben, wie ihr seht, da wird gründlich abgeschnitten und der Schnitt neigt sich dann nach oben hin zur Mitte. Muss jetzt nicht ganz spitz werden oder so, sondern einfach so, dass eben auch der untere Bereich genug Licht und Luft bekommt. Ja, ihr seht ja, hier habe ich das schon angefangen. Ich werde jetzt diese Reihe hier so weiterschneiden und werde dann anschließend mir die Höhe zurechtschneiden, wie ich die gerne haben möchte. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mir gerne eure Fragen in die Kommentarleiste schreiben. Ich beantworte das gerne und solltet ihr das Video mögen, dann lasst mir ein Like da, freue ich mich natürlich riesig und die Glocke, wenn ihr die drückt, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, und jetzt möchte ich mich nochmal bedanken für die vielen Abos. Ganz, ganz lieben Dank, Leute. Finde ich super, super lieb von euch. Ich freue mich riesig darüber, über dieses positive Feedback. Und sagt mal jetzt tschüss und bis bald, denn ich muss jetzt auch weitermachen. Ja, und wie gesagt, also wenn da noch Fragen sind, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch jetzt frohes Schaffen und viel Spaß dabei. Und vergesst nicht zwischendurch auch mal ein Käffchen zu trinken oder ein Wasser. Ist ganz wichtig bei diesem Wetter. Tschüss!